Und wenn man jetzt alles zusammennimmt, also Spitzensteuersatz, Vermögensteuer und die Gewerbesteuer, und man geht aus von einem Medianwert in der Einkommensteuer, in der Besteuerung, Ertragssteuerbelastung heute von ungefähr 40%, dann käme man über diese Steuererhöhungen, käme man, je nachdem, wie man rechnet, auf einen Wert zwischen 50% und 59%. Also all das, was in den letzten Jahren über Steuerreformen erwirkt wurde, an Reduzierung der Ertragssteuerbelastung, würde hier mit einem Schlag mindestens zurückgenommen und wahrscheinlich würde die steuerliche Belastung sogar noch übertroffen werden.